sind vor allem unterschiedlich im Volumen ihres Euters. Aber da wir in einer Abteilung von teutlaktierenden Kühen sind, habe ich mich für die jugendliche weiße Kuh entschieden, die ganz klar ein Euter für eine Zweikampfkuh hat. Die hat ein Euter, das sehr hoch getragen ist. Sie bewegt sich auf sehr guten Fundamenten und das Euter ist hinten sehr hoch und gut aufgesetzt. Und dank der Euterhöhe hatte sie ihre Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Ich bevorzugte sie trotzdem auch, weil sie die besseren Fundamente hat gegenüber der sehr mildbetonten schönen Kuh im zweiten Rang. Die zweitrangierte Kuh gegenüber der drittrangierten ist, weil sie das Voräuter ein bisschen länger und besser verbunden hat und das gesamte Euter noch ein bisschen weiter oben trägt und ein bisschen mehr Style ausstrahlt. Aber auch die dritte, eine sehr gut gebaute Kuh, die sich auf bestem Fundament bewegt. Sie ist wie die viertrangierte eine herrliche Kuh, wenn man vielleicht sagen könnte, sind die dritte und vierte ein bisschen reifere, zweitaktierende Kühe und darum stehen sie hier nebeneinander auf Rang 3 und 4. Aber es sind Kühe, die sich auf bestem Fundament bewegen und imposante Nachhäuter aufweisen. Die drittrangierte hat ein bisschen noch auf der linken Seite das bessere Vorhäuter gegenüber der viertrangierte. Die Viertrangierte weist ein bisschen mehr Breite im Nachhäuter und ein bisschen mehr Kapazität gegenüber der wunderschönen Kuh im fünften Rang auf. Ich bitte um einen ganz kräftigen Applaus für die wunderbaren zweitaktierenden Kühe. Vielen Dank!